Hey und willkommen zu diesem neuen Video. Wenn ihr ein iPad Pro gekauft habt, dann habt ihr schon mal sehr viel richtig gemacht, weil es ist weit und breit das beste Tablet auf dem Markt. Und ich würde auch jedem eigentlich das hier empfehlen, wenn das gewisse, ein bisschen etwas im Geldbeutel übrig ist. Das iPad Air ist auch ganz cool, aber ganz ehrlich, wenn ihr das Geld übrig habt, dann kauft euch ein iPad Pro. Schon mal cool. Doch mit ein paar Gadgets dazu wird das erst so richtig interessant. Und ich muss auch zugeben, in diesem Video ist nichts gesponsert. Das sind wirklich die Produkte, die ich tatsächlich selber jeden einzelnen Tag nutze. Deswegen kann ich sie euch wärmstens empfehlen. Ich verlinke euch alles natürlich unten in der Videobeschreibung. Aber los geht's. Egal welche Größe ihr beim iPad habt, es gilt tatsächlich auch für jedes andere Tablet auch. Aber Leute, schaut euch mal diese Halterung an. Ihr könnt das so positionieren, wie ihr wollt, dann habt ihr immer den besten Winkel. Diese Halterung ist nämlich auch von Satechi und außerdem ist das bei Satechi Produkten immer so richtig cool, weil die haben denselben Lieferanten fürs Material wie Apple auch. Und dementsprechend sieht es auch wirklich identisch aus von der Farbauswahl, von der Materialauswahl und von dem, wie hochwertig es verarbeitet wird. Alles ist wie ein originales Apple Produkt, von daher kann ich es wärmstens empfehlen. Wenn ihr aber etwas produktiver sein möchtet und nicht nur vielleicht irgendwas anschaut, dann solltet ihr unbedingt mal die Logitech Combo Touch Tastatur anschauen. Das ist auch zugleich das allerteuerste Gadget auf dieser Liste, doch das ist wirklich auch die, wo das iPad so richtig interessant wird. Das macht quasi das iPad zu einem Alleskönner. Es bietet genügend Schutz, weil, sind wir mal ehrlich, das iPad Pro war schon teuer genug oder auch das iPad Air ist teuer und deswegen sollte es auch geschützt sein. Außerdem habe ich hier nicht nur eine vollwertige, beleuchtete Tastatur und ein extrem gutes Trackpad. Ich kann auch einfach die Tastatur abnehmen und dann eben mit einem Stift oder mit dem Apple Pencil natürlich dann prima arbeiten. Ich kann es auch ganz im Prinzip so einstellen, wie ich das möchte, auch den Winkel oder die Neigung so einstellen. Also von allem hat man etwas und ganz ehrlich, das sieht richtig prima aus. Wenn man aber tatsächlich mal wirklich viel mit dem Stift arbeiten möchte, dann habe ich euch vielleicht etwas anderes. Also wenn ihr es nicht transportieren müsst, sondern es ist nur auf dem Schreibtisch, dann schaut euch mal das hier von Satechi an. Das ist tatsächlich gar kein iPad-Zubehör, sondern ein herkömmlicher Laptop-Stand. Das heißt also, in meinem Fall passt es prima, weil ich habe das 12,9 Zoll iPad und das ist jetzt ein Laptop-Stand für gängige Laptops im Prinzip. Und wieder mal natürlich auch die Materialauswahl identisch mit dem Apple-Zubehör, gibt es auch in verschiedenen Farben und da habt ihr auch verschiedene Winkel, sodass ihr das so einstellen könnt, wie ihr möchtet. Alles ist auch gummiert, sodass auch das iPad keinerlei Kratzer bekommen sollte. Und es ist auch im Prinzip ein Winkel, der dann auch einen Halt macht. Das heißt, also, es ist auf dem Schreibtisch super fest. Ihr könnt also nichts falsch machen. Und für das wenige Geld habt ihr etwas, was ihr wahrscheinlich nie wieder weggeben möchtet. Wenn ihr es doch mal unterwegs mitnehmen möchtet, dann ist es auch super dünn. Denn schaut euch mal das an. Ich habe noch kein iPad oder keinen Laptop gesehen, der so dünn ist. Das heißt also, das passt in jede Tasche mit rein. Aber gerade wenn ihr den Apple Pencil habt, dann sollte er natürlich auch gut verstaut sein. Es gibt eine Art Case, die kann ich euch auch empfehlen. Zum Beispiel habe ich da was von TomTalk, dann ist es schön aufbewahrt. Oder natürlich, ihr lasst da gar nichts dran. Doch jeder Apple Stift sieht im Prinzip identisch aus und den verliert man gerne mal. Und ich habe jetzt in meinem Fall eine Hülle gefunden, die mir super gefallen hat. Zum ersten Mal habe ich das in so einem klassischen Gelb gesehen. Das sieht eigentlich aus wie in so amerikanischen Highschool-Videos, wo sie immer diesen Bleistift in Gelb haben. Doch in meinem Fall habe ich das ganz gern in Grün mal gekauft. Die Hülle ist aber auch so dünn, dass es sehr gut in der Hand liegt und wenn ihr das iPad dann trotzdem mitnehmen möchtet und den Stift dran macht, dann haftet der Magnet dennoch, obwohl eine Hülle dran ist, also da habt ihr nichts falsch gemacht. Doch wenn ihr auch mal etwas Zubehör an das iPad anschließen möchtet, benötigt ihr natürlich einen Adapter. Und je nachdem, wie viele Dinge ihr anschließen möchtet, gibt es kleine oder große Adapter mit verschiedenen Anschlüssen. Das eine hier ist kompakter und das nehme ich ganz gerne mal im Rucksack mit. Und das andere hier hat ein paar Anschlüsse mehr und wie ihr sehen könnt, ist genügend Platz für Festplatten, für USB-Sticks oder natürlich auch, wenn ihr SD-Karten habt, sodass ihr auf dem iPad vielleicht Fotos bearbeiten möchtet. Es ist an alles gedacht und wieder mal natürlich auch von der Verarbeitung extrem hochwertig. Ich kann es euch nur empfehlen.
Doch ein iPad möchte natürlich auch ein bisschen geschützt sein. Es muss ja nicht immer die teure Logitech Combo Touch Tastatur sein. Es gibt natürlich auch günstigere Alternativen. ESR hat tatsächlich mal ein früheres Video gesponsert und da fand ich die Produkte einfach so cool, dass ich es euch nochmal zeigen möchte, weil ich war insbesondere von der blauen Trifold Hülle super angetan. Sie ist dünn, sie hat Silikon dran, das heißt also kratzfest im Prinzip, schützt das iPad sehr, sehr gut, obwohl es nicht globiger macht und ich kann es in jede Richtung, in jeden Winkel so einstellen, wie ich möchte. Außerdem ist da noch ein bisschen Platz für das iPad und dann ist es auch noch farbig, was mir gefallen hat. Also da macht ihr kein Geld kaputt. Das, was jetzt noch im Prinzip fehlt für ein gesamtes Setup, würde ich jetzt noch sagen, dass man vielleicht ein paar Lautsprecher benötigt. Da könnt ihr fast alles nehmen, aber ich habe tatsächlich mal welche von Logitech hier mit reingenommen, die ich auch schon benutzt habe und die haben einfach den Vorteil. Man kann die Lautsprecher sowohl seitlich als auch hochkant hinstellen. Neben dem iPad wirken sie nicht zu groß und ich kann das Ganze per Bluetooth ansteuern mit dieser kleinen runden Steuerung, die dann im Prinzip alles ansteuert. Also sei es die Lautstärke oder den nächsten Song, alle Multimedia-Dinge kann ich quasi darüber bedienen und ich muss im Prinzip nur das iPad dazu bringen und schon ist mein Setup hier complete. Und deswegen war es das auch schon mit dieser Liste. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen schlauer als vorher. Falls euch das Video gefallen hat, würde mich natürlich Daumen nach oben super freuen und abonniert gerne den Kanal, weil dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, see ya.